Moin Leute und willkommen zurück bei Lego Jurassic Park. Ich wollte schon Park sagen, World. In der letzten Folge haben wir die Lego Jurassic Park 3 Kampagne beendet. Das bedeutet, wir werden dann jetzt diese Kampagne, diese Folge, Alter, ich bin total durcheinander, die Lego Jurassic World Kampagne starten, so rum. Und ja, ich schätze mal, hier kommen wir jetzt zurück. Komm, spring rein. Jawohl, da sind wir wieder. So. Ach komm. Da kommt er nicht rum. Die sind jetzt wieder Bonus-Verfolgungslevels. Ja, ja. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in die Jurassic World Kampagne. Total schmutzigen Klamotten hier noch aus Jurassic Park. Aber naja. So, erstmal hier wieder alles kaputt machen. Auch wenn wir noch nicht im Level sind. Geld kann nie schaden. Monorail, okay. Ach, wenn wir da jetzt einsteigen, fährt er uns wahrscheinlich dahin. Okay. Dann würde ich sagen, hey, komm, steigen wir da doch mal ein. Der schließt sich. Den Partner lassen wir da. Dominus Rex ist der erste genetisch modifizierte Hybrid in Jurassic World. Das Basisgenom ist das der T-Rex, der Rest ist streng geheim. Irgendwelche Vorfälle? Es warten 6 Kinder im Fundbüro, 28 Hitzeschläge und irgendein Idiot wollte den Triceratops mit Eis füttern. Ihre Assistentin auf Leitung 2, Zack und Gray sind hier. Sagen Sie ihr, ich bin gleich da. Die Kinder meiner Schwester. Räumen Sie Ihren Arbeitsplatz auf. Was ein Chaos. Wie groß ist die Insel? Groß. Aber wie viele Kilos? Das ergibt keinen Sinn. Na los! Hey, nicht weglaufen, ja? Mom bezahlt mich nicht fürs Babysitten. Tante Claire! Sarah wird sich gut um euch kümmern, bis ich mit der Arbeit heute Abend fertig bin, okay? Okay, dann viel Spaß und passt gut auf sie auf, ja? Mr. Masrani! Sie fliegen? Ich habe einen Flugschein. Okay. Zeigen Sie mir meine neuen Dinosaurier. Er ist weiß. Das haben Sie mir ja nie gesagt. Indominus Rex. Unser erster genetisch modifizierter Hybrid. Also ist sie wohl intelligent? Oh, Indominus wurde nicht gezüchtet. Sie wurde geschaffen. Größer. Furchterregender. Ausgewachsen wird sie 15 Meter lang sein. Größer als der T-Rex. Das Gehege ist also absolut sicher? Wir haben die besten Baustatiker der Welt. Ja, hatte Hammond auch. Ein Mann von der amerikanischen Navy ist hier, Owen Grady. Ich weiß, wer er ist. Seine Tiere versuchen oft zu entkommen. Sie sind klug. Und er muss klüger sein. Er glaubt bloß, er sei klüger. Ich will, dass sie ihn herbringen. Vielleicht sieht er was, das wir nicht sehen. Oh, Mist. Tut mir leid, er steckt in den Zweigen fest. Komm schon, da
Lass das Schwein herunter. Was? Okay. Oh, Mist. Sind wir jetzt wohl erstmal in der Raptorenanlage? Oh Mann. Nun gut, ich klettere darauf und schneide es los, wenn ich etwas zum Klettern finde. Und das Schwein steckt zwischen den Zweigen fest. So. Wo ist das Geld hingesprungen? So, ich kann klettern. Ja, ja, weiß ich schon. Aber fall nicht. Wäre zu schade, wenn deine Tierchen ihr Herrchen verlieren. So, hier kann ich wahrscheinlich durchschneiden. Ja, ja, genau. So, schneid das weg. Das hat mir noch gefehlt. Komm schon auf. Du kannst doch sicher ein kleines Schwein finden. So, das können wir hier wieder aufbauen. Was wird das? Wird das eine Kanone oder irgendwas? Okay, wir brauchen ein Schwein und da liegt ein Pinsel. Oder was das sein soll. Ich will kurz hier das Geld aufsammeln. Und alles kaputt hauen. So, draußen ist es ein bisschen am Stürmen. Ich hoffe, das hört man nicht so. Die Jalousien klappern. Aber naja, kann ich jetzt auch nichts gegen tun. Und das ist Schwein. Aber ich möchte erstmal hier alles kaputt hauen. Wobei, ich glaube, ich gehe erstmal wieder zurück. Hier werden wir wahrscheinlich sowieso noch im Laufe des Levels am Rhein kommen. So. Also, wie kann das hier... Achso, das kann nur er aufheben. So, jetzt aber. Na? Wo führt der uns hin? Zum Schwein? Kleines Schweinchen. Was wird das jetzt? Eine Torte. Haha, hab ich dich. Hier lang, kleines Schweinchen. Jetzt können wir wieder reiten. So. Dann bringen wir das Schweinchen mal zurück. Das brauche ich. Mr. DNS und ich kann dir helfen. Achso, mit B, ja, okay. Zieh! Okay, das, Werden Sie jetzt die Velociraptoren auf uns setzen, Sir? Ne, ich gehe da erstmal noch nicht hoch. Weil vorsichtshalber mache ich das jetzt schon mal mit alles kaputt hauen. Hier hat eine Laserpistole. Nicht eine Laserpistole, eine Elektroschockpistole oder irgendwie sowas. Wie es mir scheint. So. Wir sind hier alles fein brav kaputt hauen. Und dafür werden wir belohnt. Yay! Mein Minikit. Seht ihr? Deshalb immer fein brav alles kaputt hauen. Und für den wahren Überlebenden. Wahren Überlebenden, ja genau. Wahren Überlebenden suchen.
Vieh ist kaputt. Mach mal bitte kaputt. Ach, da brauchen wir wieder den Typen für. Das können wir auch nicht öffnen. Aber das hier können wir kaputt schlagen. Kaputt schlagen ist immer toll. So. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Gehen die Leiter da hinten hoch. Da ist noch was. Oh Gott. It's raining Geld. Halleluja. What? Was stinkt denn da? Komm, habt ihr gerade irgendwas gesehen? Ich glaube, ich Geld. Ja, da ist ein 10.000er drin. Aber er will da nicht hin. Naja. Vielleicht will er da hin. Jawohl. Easy. Ah, da konnte ich gerade B drücken. Lass sie aufmachen. What? Hat sich gerade getarnt. Dieser Chris. Oder wie der hieß. Eric. Nee, Eric. Ja, Eric hieß der. Ja, da liegt jetzt wahrscheinlich DNA oder so runter. Keine Ahnung. Naja. Setzen wir hier immer erstmal die Geschichte fort. Was ist mit der Ausrüstung passiert? Verzeihung, wir haben sie zur Wartung mitgenommen und vergessen sie wieder zusammenzubauen. Wissen Sie noch, wie das geht? Ich weiß nicht. Was kann man denn hier machen? Oh. Okay, ich weiß nicht, was mir das jetzt gebracht hat. Aber, well... Ja, wofür brauche ich dich denn hier? Machen wir hier auch mal kaputt. So. Kann ich hier... Ah, hier oben. Ah, okay. Na, komm. So. Was wird das jetzt? Die Raptoris sind frei. Ach lol, die Kathy. Nice one. Wir sind ein kleines Raptor und wir machen alles kaputt. Wenn wir dürfen. La 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 la. Ich habe Jurassic World, den Film, ja auch schon gesehen. Sogar schon recht früh. Ich glaube, das war der zweite Tag, wo der überhaupt in Kinos lief, wo ich den gesehen habe. Raptoren können Lego-Schalter verwenden, um ihre Gruppe zu helfen. Okay. Hey, komm jetzt. Okay. Ich glaube, es müssen wir wieder zu dem anderen Typen da oben wechseln. Nein, ich will nicht zu dem.
Ach, dann mal nicht. So, und der Timer macht auch wachsen. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, dann war es mit der Folge. Wenn ihr dem Standard entspricht, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.